Hallo und herzlich willkommen zu Milans Backwelt. Ich möchte heute Schrippen machen. Wie ich die mache, zeige ich euch jetzt. Also ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich heißen die bei euch anders. Hier bei uns nennt man sie Schrippen. Das sind einfach längliche Brötchen. Da wird in den Schluss Mehl eingearbeitet. Wenn ich sie dann drehe, dass sie richtig schön aufreißen. Und ich hoffe natürlich, dass es richtig schön klappt heute. Also für meine Schrippen habe ich mir folgendes Rezept überlegt. Ich habe hier 500 Gramm Weizenmehl, 10 Gramm Salz, genauso viel Hefe und 310 Milliliter lauwarmes Wasser. Also Semmeln zu machen, das ist gar nicht so einfach, vor allem zu Hause. Denn ich muss den Kleber richtig gut ausarbeiten, damit die Semmeln auch stabil bleiben. Ich denke, jeder, der schon mal Semmeln probiert hat, dem sind sie wahrscheinlich etwas breit gelaufen oder sind recht flach geblieben. Das kann natürlich ein Anzeichen dafür sein, entweder dass der Teig zu weich war, also zu viel Feuchtigkeit enthalten hat, oder dass der Kleber nicht richtig ausgearbeitet war, das heißt zu wenig geknetet. Bei dem Teig ist es jetzt wichtig, dass er so lange geknetet wird, bis er den Fenstertest besteht. Was der Fenstertest genau ist, zeige ich euch. Ich werde jetzt den Teig erstmal kneten lassen. Ich lasse den immer so 3 Minuten bei der ersten Stufe ganz in Ruhe vermischen und dann werde ich ihn so lange kneten lassen, bis er den Fenstertest besteht. Und wie lang das ist, sage ich euch, wenn er fertig ist. Mein Teig hat jetzt endlich den Fenstertest bestanden. Der wurde jetzt tatsächlich 18 Minuten bei der zweiten Stufe geknetet. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals einen Teig so lange geknetet habe. Also jetzt, ich nehme eine Kugel, mache sie rund, drücke sie in etwas Mehl flach und dann fange ich an, hier mit den Fingern es auseinander zu ziehen. Das ist wie, jetzt war ein bisschen zu grob, das ist wie wenn ich diese Auszungen mache, eigentlich nach demselben Prinzip. So, schön vorsichtig. Und jetzt kommt es darauf an, wie weit der sich auseinanderziehen lässt, ohne dass er reißt. Und man sieht hier wird er schon sehr dünn. Hier fängt er jetzt an zu reißen. Aber hier im Allgemeinen ist er wirklich schon sehr dünn. Und dann fängt er erst zu reißen an. Und wenn er diese Konsistenz hat, dann ist er gut durchgeknetet. Und man kann aufhören, ihn zu kneten. Wie gesagt, 3 Minuten vermischen, 18 Minuten kneten. Das war jetzt ganz schön lang. Jetzt nehme ich ihn einmal aus der Schüssel raus. Wirke ihn einmal rund. Und lasse ihn nach diesen Strapazen ungefähr 45 Minuten mit einem Küchentuch zugedeckt entspannen. Bei mir sind jetzt ganz genau 45 Minuten vergangen. Teig ist schön angesprungen. Jetzt will ich erstmal schauen, wie schwer er ist. 800 Gramm, sehr schön. Ich hatte vorher schon geplant, dass ich die Semmeln a 80 Gramm oder die Schrippen a 80 Gramm mache. Passt perfekt. Ich habe jetzt ganz genau 10 Stück herausbekommen. Jetzt werde ich die noch schnell rund machen. Das muss gar nicht so fest sein, also viel Spannung brauche ich hier jetzt gar nicht reinbringen. Ich drücke hier immer nur mit den Daumen rein, mache sie schön rund. Das spule ich auch für euch vor, damit es nicht so lange dauert. Jetzt nehme ich ein bisschen Mehl. Und nehme mir, was war die hier? Nehme mir die Semmel, drücke sie ganz leicht flach. Dann
lege ich sie ganz kurz ins Mehl, denn auf dieser Fläche will ich Mehl haben. Und jetzt schlage ich sie einfach ein und drücke sie hier fest, damit mir das jetzt erstmal nicht aufgeht, und roll sie aus. Jetzt habe ich hier im Schluss Mehl und habe es hier aber trotzdem noch etwas zugedrückt, damit es mir jetzt nicht sofort aufreißt. Wenn ich die Semmel jetzt aufs Blech lege oder auf mein Baumwolltuch, dass ich jetzt auch noch etwas staube, dann würde es mir aufgehen. Durch den Hefetrieb würde es hier aufplatzen und es würde ziemlich schlecht aussehen. Deswegen drehe ich die Semmel jetzt auf den Schluss und lege den Schluss hier aufs Tuch. So reißt mir der Schluss nicht auf, und kurz vor dem Backen werde ich sie dann drehen und dann reißt mir das da viel schöner auf. So, hier sind jetzt meine Schrippen. Die werde ich jetzt nochmal zudecken. Also hier müsst ihr wirklich schauen, dass ihr gut mehlt, damit sie ja nicht auf dem Tuch hängen bleiben. Und zum anderen will ich, dass sie oben auch eine schöne Mehlschicht haben. Deswegen sollte man da mit dem Mehl nicht sparen. Die werde ich jetzt so hergehen lassen. Ungefähr nochmal 45 Minuten bis eine Stunde. Und den Ofen auf 230 Grad vorheizen. Bei mir ist jetzt ganz genau eine Stunde und 10 Minuten vergangen. Ich habe sie heute etwas länger liegen lassen. Bei mir ist es ein bisschen frischer, deswegen etwas mehr Ruhezeit. Meinen Ofen habe ich auf 230 Grad auf Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Ich habe wie immer auf den Ofenboden ein Blech getan. Auf das werde ich ungefähr 200 ml Wasser schütten. Bei Semmeln ist es wirklich wichtig, dass man dieses Wasser auch wirklich hernimmt und reinschüttet, denn das Wasser verdampft sofort. Der Dampf legt sich auf die Semmeln und die Semmel hat mehr Zeit zum Aufreißen, und damit es einfach schöner hochgeht für den Ofentrieb. Nach 10 Minuten werde ich das Blech mit dem restlichen Wasser wieder herausnehmen und für eine Minute ungefähr die Tür offen lassen, denn dann brauche ich trockene Hitze, denn ich will keine weiche Semmel haben, wenn ich sie aus dem Ofen tue, sondern ich will eine rösche Semmel haben, also dass die Kruste knackt, und das erreiche ich nur mit trockener Hitze. Jetzt werde ich mir die einzelnen Semmeln nehmen und einfach so aufs Blech legen. Manche werden sofort anfangen, leicht aufzureißen, manche erst im Ofen. Es kann auch passieren, dass manche gar nicht aufreißt. Kommt immer darauf an, ob man mit dem Mehl, das man da in den Schluss eingearbeitet hat, etwas sparsam war oder nicht. Ein bisschen mehr Platz. Für die letzte. So, das sind meine 10 Schrippen. Die werde ich jetzt in den Ofen reintun. Sind meine Schrippen jetzt fertig, und ich muss sagen, die sehen toll aus. Eine richtig schöne Backfarbe, schön aufgesprungen. Ich muss gestehen, was man auch im Video sieht, bei 2-3 habe ich vergessen, die ins Mehl zu drücken, als ich die zusammengerollt habe. Das sieht man leider auch hier. Nur mal ein bisschen weiter hinter. Aber die hier, der Rest ist richtig toll aufgesprungen. Ach, da ist noch einer. Oh, sind die heiß. So, die werde ich jetzt erstmal komplett auskühlen lassen. Und dann will ich natürlich anschauen, wie das Pornbild ist und wie sie schmecken. Meine Schrippen konnten jetzt komplett auskühlen. Jetzt bin ich natürlich richtig gespannt, wie das Pornbild ausschaut. Und natürlich, ob sie knacken. Jetzt nehme ich mir mal eine. Oh, hört ihr das? Genau sowas will ich haben, wenn ich in eine Semmel reindrücke. Und nicht irgendwie gar nichts. Denn damit ist die Kruste viel zu weich. Es knackt nicht, wenn ich reinbeiße. Also sowas will ich haben. Jetzt schneide ich die Semmeln mal auf, und ich muss sagen, ich hoffe auf ein nicht zu grobes Porenbild. Viele denken ja immer, wenn diese großen Poren drin sind, oh, das ist gut, so ist ein Brot richtig gut gelungen. Es sieht natürlich toll aus, keine Frage, aber sowas trocknet schnell aus. Und das hier ist nur Weizenmehl. Weizenmehl kann nicht das Wasser so gut binden. Das heißt, die hier, so geil die jetzt auch wirklich sind, am Abend oder so, sind sie schon eher Richtung trocken am nächsten Tag, wenn man sie nicht
gut lagert, dann sind sie eigentlich schon trocken. Und das ist halt echt schade. Deswegen ist ein feines Pornbild deutlich besser für die Semmel als so ein grobes. Perfekt. Genau so will ich eine Semmel haben. Ich will nicht, dass sich hier dieser Klumpen bildet, was man auch oft hat, wenn man die Semmel so aufschneidet, dann bildet sich hier dieser Klumpen, dann nimmst du den und dann ist die Semmel leer. Dann hast du nur noch die Kruste und hast gar nichts mehr, wo du quasi die Butter drauf schmieren kannst. Genau so, hier, es federt sofort zurück. Riecht richtig schön nach Semmel. Und ich würde sagen, so müssen Semmeln Schrippen sein. Also probiert das Rezept unbedingt mal aus. Ich finde, die sind wirklich sehr schön geworden. Sind bestimmt auch sehr lecker. Und wie immer, probiert es aus, packt es nach und schreibt schon, wie es bei euch geworden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen.